Es ist ein Durchbruch, keine Frage. Die USA und China, die haben ein Abkommen beschlossen, das jetzt regeln soll, wie chinesische Unternehmen, die in den USA börsennotiert sind, in Zukunft geprüft werden können. Und die Gefahr, dass diese ganzen China-Aktien in den USA delistet werden, die geht dadurch jetzt deutlich zurück. Gibt es jetzt eine Chance, dass diese Aktien, die teilweise ja völlig ausgebombt sind, sich jetzt wieder erholen? Und wenn ja, bei welcher Art von China-Aktien ist diese Chance besonders groß? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Die Delisting-Gefahr für in den USA börsennotierte China-Unternehmen. Das ist ein Thema, ich habe es hier schon oft behandelt, und wenn man ein Thema immer wieder behandeln muss, dann ist es ja meistens kein besonders gutes Zeichen. Siehe russische ADRs, siehe Covid-19 oder noch schlimmer, schändliche Dokumentationen auf Arte. Diesmal ist es aber anders, diesmal gibt es ausnahmsweise mal gute Nachrichten hier und das auch noch zu einem Thema, zu dem es sehr selten gute Nachrichten gegeben hat in letzter Zeit, nämlich zu chinesischen Aktien. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Das Thema hat den Anlegern Angst gemacht, macht ihnen Angst schon seit Jahren, und die Nachrichten waren gerade auch in den letzten Monaten jetzt nochmal ziemlich widersprüchlich. Wenn man zum Beispiel denkt an Didi Global, Chinas Uber, wie man immer so schön sagt, die ja auch den Dienst von Uber in China betreiben und die an die Börse gegangen sind in den USA gegen den Willen Pekings, wo Peking am Ende dann auch durchgedrückt hat, dass sie sich von der New Yorker Börse wieder verabschieden und nach Hongkong gehen werden oder nach Hongkong gehen sollen jetzt. Jetzt dümpelt die Aktie erstmal rum im OTC-Handel mit einem Börsenwert von 13 Milliarden Dollar, was für so ein Unternehmen natürlich ein Witz ist, wo ich aber leider auch sagen muss, dass ich persönlich auch unterschätzt habe, wie negativ sich das mit Didi Global dann doch am Ende entwickelt hat, zumindest bis jetzt. Der Rückzug von Didi Global, der ist auch interpretiert worden dahingehend, dass China auch grundsätzlich kein Interesse mehr daran hat, dass chinesische Unternehmen in New York gelistet bleiben oder schon gar nicht, dass neue noch dazukommen, obwohl China das immer dementiert hat. Dann, wie zur Bestätigung des Ganzen auch noch, vor 2 Wochen die Meldung, dass sich 5 chinesische Staatskonzerne von der New Yorker Börse verabschieden. PetroChina, China Life Insurance, Aluminium Corp of China, Sinocorp und Sinopec, Entschuldigung, und Sinopec Shanghai. So, wie es oft geschrieben worden ist, ist es aber etwas irreführend, weil das ist kein klassisches Delisting. Die sind ja alle in Hongkong gelistet eigentlich und die geben jetzt nur ihre ADRs auf, die sie zusätzlich eben noch in den USA haben, wegen dem regulatorischen Aufwand, der nicht mehr viel Sinn gemacht hat im momentanen Umfeld. Die US-ADRs, von denen würde ich jetzt aber im Moment auch nicht haben wollen oder nicht mehr haben wollen, als wenn sie in diese Unternehmen investiert sind. Prüfen Sie kurz, ob Sie da die Originalaktie haben aus Hongkong, was sehr wahrscheinlich ist, oder aber die US-ADRs. Gleichzeitig dann aber auch immer wieder Meldungen, dass chinesische Unternehmen neu an die Börse gehen in den USA, also in diese Delisting-Gefahr direkt rein eigentlich. Und auch diese IPOs sind von der US-Börsenaufsicht wieder genehmigt worden, trotz des Vorwurfs, dass sämtliche China-Unternehmen nicht die Voraussetzungen erfüllen. Also da muss man sich natürlich auch an den Kopf fassen, wie es nur geht. Und genau diese Aktien kaufen die Amerikaner dann auch noch wie blöd. Erst jahrelang Panik schieben wegen den Delistings und dann sowas. AMDT Digital von ihrem IPO-Preis gestiegen um 32.000% in den USA und dann natürlich wieder zusammengeklappt. AMDT Digital ist der Ableger von einer Gruppe aus Hongkong, die Börsengänge organisiert. Die haben einen Jahresumsatz gehabt von 25 Millionen Dollar, waren aber zwischenzeitlich trotzdem mehr wert als Goldman Sachs. Ein Hoch auf die Momentum-Strategie, kann man da nur sagen.
Und das ja auch noch, obwohl die Hongkonger Börsenaufsicht zurzeit gegen die Muttergesellschaft von denen ermittelt. Also die hätten in Hongkong sehr wahrscheinlich keine Börsenzulassung bekommen. In den USA war es aber plötzlich der letzte heiße Scheiß. Aber wie auch immer, alles also ziemlich widersprüchlich die letzten Monate und verwirrend. Ich habe zu dem Thema ja einige Videos auch schon gemacht. Da ist es auch ausführlicher erklärt, der ganze Grundkonflikt. Das Problem ist eben nicht, dass die chinesischen Firmen so intransparent wären oder dass sie sich einer Prüfung verweigern würden. Sie werden selbstverständlich geprüft und legen auch Prüfberichte vor. Aber das geschieht eben in China. Das Problem ist die amerikanische Oberaufsicht durch ein Gremium, das PCAOB, das bei Bedarf eben diesen Prüfprozess kontrollieren will. Und da hat China eben bis jetzt gesagt, nein, das geht nicht. Hier geht es möglicherweise um sensible Daten und wir wollen nicht, dass eine mehr oder weniger offizielle Einrichtung aus einem anderen Land da jeglichen Zugriff drauf kriegen kann. Und die amerikanische Börsenaufsicht hat daraufhin dann aber gesagt, gut, wenn er diese Auflage nicht erfüllt, dann werdet ihr delistet jetzt dann. Ab 2024 geht's los. Das ist der Konflikt. Man hat aber monatelang verhandelt auch und am Donnerstag, da ist dann eine Meldung gekommen vom Wall Street Journal, das gesagt hat dann, es gibt jetzt eine Lösung, die Unternehmen und ihre Prüfer, die dürfen das komplette Material transferieren nach Hongkong und da können dann die amerikanischen Oberprüfer hinkommen und sich das da auch nochmal alles durchschauen. Und die Chefin vom PCAOB hat angeblich dann ja auch schon gesagt, wunderbar. Wir freuen uns drauf, wir sitzen auch schon auf gepackten Koffern. Und am Freitag ist es dann auch offiziell bestätigt worden von der chinesischen Börsenaufsicht und auch vom PCAOB. In Zukunft also voller Zugriff auf zumindest die Prüfungsunterlagen, wobei es bestimmte sicherheitsrelevante Unterlagen immer noch geben kann. Die dürfen die Prüfer dann nur sehen, aber nicht weiter übermitteln. Das ist aber in anderen Ländern, wo das PCAOB auch prüft, da ist das auch so. Und ab Mitte September soll es auch schon losgehen. Das ist jetzt noch nicht der endgültige Durchbruch und die Delistings sind damit auch noch nicht vom Tisch, nur weil wir jetzt das Abkommen haben. Der Teufel liegt immer im Detail, aber es ist trotzdem ein großer Fortschritt und es zeigt vor allem auch, dass beide Seiten, gerade auch die chinesische Seite, doch ein starkes Interesse daran haben, anders als man das teilweise vermutet hat, dass es eben zu diesen Delistings nicht kommt. Das ist der Nasdaq China Golden Dragon Index. Die in den USA börsennotierten China-Aktien. Das langjährige Hoch, das war Anfang 2021. Seitdem hat er sich mehr als gedrittelt zwischenzeitlich. Und vor allem die kleinen und mittelgroßen Unternehmen, da sind die Aktien zum Teil ja noch stärker gefallen. Nicht nur wegen dem Delisting-Problem, es hat viele andere Probleme auch gegeben, muss ich Ihnen ja nicht erzählen wahrscheinlich. Regulierungen im chinesischen Tech-Sektor, dann die Wachstumsschwäche in China, die Immobilienkrise in China, die Null-Covid-Politik in China und jetzt eben auch noch die ganzen Spannungen um Taiwan, also Sorgen über Sorgen. Aber trotzdem, die drohenden Delistings waren eben auch ein ganz entscheidender Faktor, was man ja schon allein daran sehen kann, dass es eben den Nasdaq Golden Dragon Index noch härter erwischt hat als zum Beispiel den Hang Seng Tech Index. Die meisten China-Unternehmen haben inzwischen jetzt auch wieder Quartalszahlen vorgelegt. Zu Tencent, Alibaba und One Connect hat es letzte Woche von uns schon ein Update gegeben im Zukunftsmärkte-Report. Morgen kommt dann nochmal ein Schwung, die Quartalszahlen unter anderem von JD.com, von Xiaomi und von einigen weiteren chinesischen Technologieunternehmen. Und was man daraus eben auch für Schlüsse ziehen kann jetzt. Und die Reports von uns sind gratis. Dieser Report geht morgen raus, also melden Sie sich noch schnell dafür an, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Die Reports sind eben auch eine zusätzliche Leistung von uns für Sie. Ich kann hier auch nicht zu jedem Video, jedes Quartal, zu jedem Unternehmen, jedes Quartal wieder ein neues Video machen.
Aber was die Delistings betrifft, da wir ja jetzt diese Erfolgsmeldung haben, das kann jetzt schon ein Befreiungsschlag sein für einige Aktien. Welche profitieren besonders? Ich habe ja öfter schon betont hier auch, dass es viele chinesische Unternehmen gibt, die da eben nicht untätig geblieben sind, die auf diese Gefahr schon reagiert haben mit einem Zweitlisting in Hongkong, damit eben die Anleger diese Aktien weiter handeln können. Alibaba, JD.com, Baidu, NetEase und einige andere mehr, die haben sich eben drum gekümmert im Sinne ihrer Aktionäre. Und trotzdem sind auch diese Aktien, immer wenn das Delisting-Thema hochgekommen ist, jedes Mal auch wieder unter Druck gekommen, was langsam natürlich schon ein bisschen lachhaft war. Aber man sieht eben daran auch, was für eine Bedeutung das Thema immer noch hat. Die Aktien würden davon natürlich profitieren, wenn das Thema vom Tisch wäre irgendwann. Was aber natürlich ungerechterweise noch viel mehr profitieren würde, das sind die Aktien von den Unternehmen, die nichts unternommen haben, weil es ihnen irgendwie wurscht war oder weil sie in Hongkong Zweitlisting vielleicht auch nicht bekommen hätten. Bei den Aktien war ja natürlich die Angst der Anleger besonders groß. Und das sind im Prinzip, muss man sagen, die Hauptprofiteure jetzt. Man muss trotzdem, wenn man solche Aktien sich anschaut und kauft, man muss schon darauf achten, wie haben sich die operativ auch entwickelt. Also haben sie sonst vielleicht auch noch ein paar Probleme zusätzlich. Und dass die sich jetzt angesichts dieser Delisting-Gefahr totgestellt haben die ganze Zeit, das ist natürlich auch kein Vertrauensbeweis, das ist ganz klar. Aber trotzdem, diese Aktien, die sind jetzt zwar eine spekulative Chance, aber es ist eine Chance, meiner Meinung nach. Jetzt kurzfristig, weil viele von diesen Aktien eben auch ausgebombt sind. Und es hat ja noch andere Strategien und Reaktionen auf dieses Problem gegeben. Das habe ich auch schon erwähnt. Einige Unternehmen, bei denen haben die Hauptaktionäre jetzt wahrscheinlich schon eine Übernahme vorbereitet und ein aktives Delisting. Und es gab aber auch solche, die einfach mal schnell ihr Kerngeschäft ausgegliedert haben und separat gelistet haben an der Börse Shanghai. Paradebeispiel dafür Jinko Solar. Und der Shanghai-Börsengang von Jiangxi Jinko, ich habe das hier auch mal ausführlich behandelt und ich will keinem was unterstellen, aber der Verdacht drängt sich dann natürlich schon auf, dass Jinko Solar dann im Ernstfall bei einem Delisting in den USA gesagt hätte, sollen die Anleger doch machen, was sie wollen mit ihrem blöden US-Börsenmantel. Wir haben unser operatives Geschäft größtenteils schon wunderbar rübergeholt und gelistet in Shanghai. Und insofern ist mir ja auch völlig schleierhaft, dass man diese Ausgliederung damals in manchen Finanzmedien so bejubelt hat und dann auch gefeiert hat als einen ganz, ganz wichtigen Schritt. Aber man darf natürlich auch nicht davon ausgehen, dass jeder, der über so eine Aktie schreibt, sich auch immer wirklich damit beschäftigt hat. Und dann gibt es natürlich noch die viel größere Gruppe von China-Aktien, nämlich die, die sowieso schon immer in Hongkong gelistet waren und sind. Gerade da gibt es auch immer viel Verwirrung bei den Anlegern, weil viele Anleger glauben, dass eben alle China-Aktien in den USA gelistet sind und darum auch alle delistet werden könnten. Das ist aber nicht so. Die meisten sind sowieso in Hongkong, Tencent, Xiaomi, BYD und tausend andere mehr eben auch. Wie erkennt man das als Anleger, ob man eine Hongkong-Aktie hat oder eine US-China-Aktie oder ob die dann schon ein Hongkong-Zweitlisting hat oder eben nicht? Gehen Sie einfach zum Beispiel auf die Seiten der Börsenbetreiber, NICE, NASDAQ, Hongkong Stock Exchange, da finden Sie die dann eben oder Sie finden sie eben auch nicht. Und nochmal ein ganz heißer Tipp, die Unternehmen, in die Sie investiert sind, die haben auch Investor Relations Seiten und veröffentlichen auch Berichte und solche verrückten Dinge. Und da finden Sie dann natürlich auch die entsprechenden Aktiengattungen. Und ich weiß, das klingt jetzt sehr, sehr altmodisch, aber ich finde es nicht ganz falsch, wenn man sowas schon weiß,
bevor man sich eine Aktie kauft. Und es ist auch kein Fehler, wenn man in ein Unternehmen investiert, dass man sich davon vielleicht vorher mal die eine oder andere Präsentation anschaut oder sogar in einen Geschäftsbericht reinschaut. Hört sich sehr, sehr abgefahren an, aber wenn Sie das nicht machen, dann sind Sie eben zurückgeworfen auf das, was Ihnen irgendwer auf YouTube hier erzählt. Und da will ich nicht in Ihrer Haut stecken. Ich freue mich natürlich über ein Abo von Ihnen. Wenn Sie ein Abo hier machen, dabei auch auf die Benachrichtigungsglocke drücken, das hat für Sie den zusätzlichen Vorteil, dass Sie immer mitkriegen, wenn neue Videos da sind und was für Videos eben auch da sind. Und gerade beim Thema Delisting von China-Aktien, da wird es jetzt eben auch weiter spannend bleiben, weil ja das Ganze noch ein bisschen wackelig ist. Aber wie gesagt, es liegen da eben auch noch Chancen drin und das Thema wird uns hier sicherlich auf dem Kanal auch weiter begleiten. Und denken Sie außerdem natürlich auch noch an unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports. Morgen, wie gesagt, geht ein Report raus mit den aktuellen Quartalszahlen von JD.com, Xiaomi und einigen weiteren China-Technologieunternehmen auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.